Hallo und herzlich willkommen zurück zur Metro 2033 Redux. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Ich habe mir jetzt mal meine alten Let's Plays mal angeguckt, ohne Redux. Also viel geändert hat sich nicht, von der Grafik her so und so. Es sind so, ich sag mal, Details dazugekommen, wie Müll, die von 2033 vom alten Teil, eigentlich von der Auffrischung, sieht sauberer aus, die Stationen sehen sauberer aus, die Durchgänge sehen sauberer aus. Jetzt haben sie halt Schutt hingepackt, Reifen, Holz, also Laub, Dreck, sag ich mal einfach Dreck. Also so viel hat sich gar nicht geändert, das finde ich ein bisschen schade. Die Grafik ist jetzt auch nicht so viel übertrieben besser, aber zum Teil ja. Die Personen sehen besser aus, die Kleidung, aber so das Große und Ganze, ja. Naja, sonst wäre es ein komplett neues Spiel. Logisch. Ist nur eine Auffrischung. Haben sie gut hingekriegt, auf jeden Fall. Trotzdem. Wer ist da? Ergib dich, dann passiert dir das. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Nein! Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Schade drum, wirklich jetzt. Aber die bringt sich mehr, leider Gottes. Wie geht es seiner Familie? Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Wer braucht das alles schon? Aha. Und... Schön Schalli. Oh oh. Ich ertrage diese Scheiße nicht mehr länger. Das vergleicht gerade. Ach komm, wer kämpft in der Heimat? Huch, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Tastatur ein bisschen weiter zur Seite stellen. So, jetzt kippelt sie. Die Füße von meiner neuen Tastatur sind doof gelegt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich meine. Ich würde gerne den Generator ausmachen. Was? Nein.
nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon. Scheiße, was war das? Oh, verdammt. Achtung! Gut. Der hat auch eine Frau. Die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Scheiße. Was ist das? Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Cool, mit Snipers ist echt. Ich finde es schade, dass man die Aufsätze nicht abmachen kann. Und so gesehen bei sich selber aufmachen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Also das ist so gesehen meine Waffe. Jetzt mit Nachtsicht. Schade, 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 dass das nicht funktioniert. Oh! Ah! Ah! Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfalle. Macht er die Lampe selber an und aus? Nee, da kommt man nicht weiter. Ah, hier ist das Ding. Normalerweise müsste hier einer sein, um das zu kontrollieren und zu bewachen. Also oh nein. Bumm. Nee? Da kommt irgendwas. Hm.
Der hat eine modernere Waffe. Gott sei Dank haben die alle in den Slot geschossen. Jetzt theoretisch. Ach, hier war ich schon überall. Oh. Jo. Gut, dann gehen wir mal weiter. Durchgänge gibt und ich nicht raus will, gehen wir erstmal da lang, wo man nicht lang, wo wir nicht lang. Wo wir halt. Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Du hast aber von Ragnarok gehört, der letzten Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Sowjetpantheon Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen. Sieht so aus, als ob der. Du Schelfe! Date, Kommunist! Volle Deckung! Krieg ist jetzt! Kommunist! Verband! Verband! Ich brauche einen Verband! Von uns hat's erwischt! Lassen wir sie bezahlen! Wir erleiden Verluste! Vorsicht! Da muss ich gleich mal kurz gucken. Auge juckt. Das habe ich voll, immer leider. Okay. Jetzt kann ich auch wieder vernünftig rumgucken, weil jetzt sind auch halt die Bilder da. Wo sind die denn? Ach so. Hier war mein Typ vorhin. Wenn das jetzt hier der richtige Weg ist, will ich hier noch nicht lang. Ist es nicht. Also alles gut.
Okay. Okay, brauche ich ein paar Schlüssel. Hier drin liegt ein Schlüssel. Nee, für den da oben. Der andere liegt da drin. Mist. Kann ich hier irgendwann an Schränke ran? Nein. Schlüssel wird er wohl woanders liegen. Ah. Den habe ich nicht gesehen. Cool. So. Wieder zurück. Stimmt, hier ein bisschen aufpassen. So. Okay. Muss ich doch hier lang gehen. War ich doch schon, oder? Ja. Hab ich gleich gesehen. Moment mal, jetzt bin ich durcheinander. Bin ich hier nicht gerade rausgekommen? Wow. Dann müssen wir hier runter. Platsch. Und den da aufgehen. Manchmal mit der leisen, damit das nicht so laut ist, ne? Okay. Alles klar. Okay. Oh, guck mal hier. Ah, schon wieder einen vergessen. Dann ab. Boah.
ist hier nichts, ne? Ne. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm, ruh dich aus. Wo bist du lang gegangen? Junge, Junge. Wir werden die Polis bald erreichen.